8. Mai 45, bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Ich scheiß auf Vaterland. Danke an die Anti-Hitler-Streitkräfte. Auch aktuelle Situation zehrt an meinen Kräften. Nazi-Deutschland wurde zwar offiziell besiegt, doch die menschenverachtenden Ideologien liegen gesellschaftlich tief. Untertanengeist und Hass auf gesellschaftliche Befreiung spürbar in der deutschen Mitte. Gewalt und Hass gegen Minderheiten nicht nur durch symbolische Tritte. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr das Gleiche, bis ich den politischen Schildstand entweiche, von meiner politischen Verantwortung nicht weiche. Mir ist niemals langweilig, denn es gibt viel zu tun. Dreh mich das Wort um, es geht nicht um Arbeit als Selbstzweck, ganz im Gegenteil. Ich feier gern, ich schlafe gern, ich lese gern, ich spiele gern mit Freundinnen. In Versuchung zu resignieren, das ist keine Lösung, auch wenn keine Lösung das Ziel nicht in Sichtweite ist. Lippenbekenntnisse ändern nichts, Schnur gegen alle Schimpfen ändert nichts, zu Hause zu hocken ändert nichts. Intervention, Reibung, Austausch, Solidarität. Gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Gesamtgesellschaftliches Problembewusstsein. Behaupten ernsthaft, diese Kritik sei übertrieben. Ah! Kampf gegen Neonazismus, gegen vermeintlich außerhalb der Gesellschaft stehenden Feindbildkonstruktionen. Nein, niemanden damit verschonen. Es geht weiter, ist nicht einfach. 8. Mai, das Gedenken an den millionenfachen Mord Nazi-Deutschlands nicht erblassen lassen. Diese Gefühle sich schwer fassen lassen. Das Vernichtungspotenzial nicht außer Acht lassen. Leidenschaft und neue Kraft entfachen. Gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Gib mir Kraft, gib mir Kraft, gib mir Kraft. Gesamtgesellschaftliches Problembewusstsein für die Grundlage dessen, es ist ausgeblieben. Leute behaupten ernsthaft, diese Kritik sei übertrieben. Ah! Stück für Stück die Umwelt verbessern, in der wir leben. Das ist nicht möglich, wir können einsames Leben. Entschieden, überzeugt und solidarisch an der Überwindung der bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse arbeiten. Entschieden, überzeugt und solidarisch an der Überwindung.